Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne das Menü bzw. die Einstellungsmöglichkeiten der nagelneuen GoPro Hero aus dem Jahr 2018 zeigen. Ja, wir haben ja im ersten Teil dieser kleinen Serie die Kamera gemeinsam geunboxed und auch so erste Video- und Audio-Tests durchgeführt. Ich habe sie jetzt gerade eben extra nochmal in die Factory Defaults zurückgesetzt, also auf Werkseinstellungen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir konfigurieren die Kamera jetzt mal gemeinsam durch und schauen uns vor allem auch an, was das Menü so hergibt. Vielleicht auch gerade so im Hinblick, wenn ihr den großen Bruder, die Hero 6 habt, dann gibt es ja die ein oder andere Einstellungsmöglichkeit, die es jetzt hier vielleicht nicht mehr gibt. Ich habe nun leider die Hero 6 nicht mehr da, weil ich sie verkauft habe. Aber ich hatte da auch mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke euch das mal in der Infokarten, auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das also mal anschauen wollt, um dann hinterher mit dem Menü zu vergleichen, könnt ihr das gerne tun. Ich habe hier hinter mir auch mein neues iPad liegen mit der GoPro-App am Start. Wir werden die Kamera dann auch mal mit dem iPad koppeln und schauen, ob das ordentlich funktioniert. Aber der Reihe nach, ich würde vorschlagen, wir führen erst einmal diesen Setup-Wizard hier durch. Ich befinde mich in Deutschland, demnach wähle ich Deutsch aus. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das hier alles flüssig läuft. Das war ja bei der Hero 6 ganz hervorragend, die Performance im Menü. Die Geschäftsbedingungen akzeptieren. Ja, da haben wir sicherlich keine andere Wahl. Jetzt wähle das Datum. Heute haben wir den 5. Das läuft echt flüssig. Also da ist im Moment nichts zu bemängeln. Den 5.4. haben wir 2018. Ja, komm, weiter. Und wir haben jetzt aktuell 18.57 Uhr, sehe ich hinter mir. 18.57 Uhr, ne, geht nur in die eine Richtung. Okay, na komm, 57. Ja, also das läuft wirklich gerade schön flüssig, da gibt es nichts zu bemängeln. So, jetzt hat er das offensichtlich schon angenommen und begrüßt mich hier mit der Information Akku und so weiter. Das ist so eine Art Informationswizard. Er zeigt mir, welche Möglichkeiten es hier überall gibt. Wenn man von der rechten Seite nach links reinwischt, dann hat man diverse erweiterte Einstellungsmöglichkeiten. Schauen wir uns gleich an, wie zum Beispiel die Videostabilisierung. Da bin ich im Übrigen auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das konkret aussehen wird. Ja, dann von oben nach unten die Einstellungen, um zum Beispiel auch das iPad oder das Smartphone per Wi-Fi zu koppeln. Schauen wir uns an. Da kann die Kamera ja nur noch 2,4 GHz. Die Hero 6 konnte da ja 5 GHz, also hatte mehr Bandbreite bei der Übertragung zum Beispiel. Schauen wir uns hier dann auch natürlich an. Ja, dann genau. Einmal simuliert, von links nach rechts Zugriff auf die geschossenen Bilder und die Videos hier aufgenommenen und jeweils Menü beenden von oben nach unten, soweit klar. Dann sagt er mir Quick Stories, also um automatisch diese kleinen Kurzfilme zu erstellen, schauen wir uns zum anderen Zeitpunkt mal an, würde ich vorschlagen. Da sagen wir erstmal okay und dann ist die Kamera auch soweit am Start. So, wir schauen erst einmal durch. Ihr habt ja hier auf der rechten Seite den kleinen Mode-Button, wo ihr zwischen den verschiedenen Modi wie Foto, Serienaufnahme, Zeitraffer-Video, Zeitraffer-Foto und Video durchrotieren könnt. Wenn ich mich recht erinnere, dann habt ihr das aber auch auf dem Touchscreen hier auf der kleinen Kamera. Genau, auch Video, Foto etc., um hier dementsprechend durchwechseln zu können. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit Video, weil das die meisten von euch sicherlich interessiert. Also, da wählen wir mal Video aus und wir schauen jetzt erst nochmal, welche Auflösungen oder Frameraten wir zur Verfügung haben. Wir haben hier einmal 1080p, das ist Full HD, also Standard Full HD. Und dann bietet mir die GoPro noch die 1440p Auflösung an. Meine erste Idee dahinter war, okay, das ist ein weiterer Schritt Richtung 4K, weil 4K unterstützt diese Kamera ja nicht. Aber es ist so, dass dieses 1440p ein anderes Seitenformat als 16:9 ist. Also das ist 1920x1440. Das Endergebnis ist hinterher also nicht 16:9, wie man das von einem Fernsehgerät oder von einem Computermonitor kennt, sondern diese Auflösung ist eher quasi
quadratisch, also für normale Verwendungen wie in einem YouTube-Video zum Beispiel, für mich persönlich nicht brauchbar, ohne das jetzt nochmal in einem Videoschnittprogramm entsprechend zurechtzuschneiden. Deswegen wird wahrscheinlich für die meisten die Auflösung 1080, also Full HD, hier das Mittel der Wahl sein. In dieser 1080p Auflösung kann ich wählen zwischen 60 oder 30 Bildern in der Sekunde. Wenn mir hier schon die Option 60 Bilder angeboten wird, dann nutze ich die natürlich auch. Da habe ich hinterher wunderbar die Möglichkeit, so ein bisschen was an Slow Motion mit reinzupacken. Die große GoPro hat bei Full HD, glaube ich, sogar 240 Bilder die Sekunde anstatt 60. Da habe ich nochmal bedeutend mehr Slow Motion Möglichkeiten etc. Da merkt man einfach die Preisdifferenz. Das ist sowieso nochmal ein anderes Thema, wenn man sich die Konkurrenten so anschaut, die Yi 4K zum Beispiel oder 4K Plus, die liegt ja preislich sogar ähnlich, hat aber das eine oder andere Feature auch gerade im 4K-Bereich mehr. Ich bin selbst auf das Bildergebnis in meinem Testverlauf gespannt, wie sich diese Kamera hier für gut 200 Euro tatsächlich so schlägt und wie mein persönliches Fazit da auch vor allem ausfallen wird. Aber okay, ich will nicht abschweifen. 60 Frames lassen wir mal eingestellt. Dann schauen wir mal. Ich kann hier wählen zwischen Sichtfeld, Mittel und Weit. Weit, Mittel und Eng sehe ich gerade. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte ich bei der Hero 6 die Möglichkeit, zusätzlich auch noch Superview zu aktivieren. Also nochmal bedeutend weiter vom Sichtfeld, als das Weit mitbietet. Den Look finde ich eigentlich bei der Actioncam ziemlich genial. Finde ich schade, dass das hier nicht einstellbar ist. Sieht für mich auf jeden Fall im Moment danach aus. Mittel und Eng. Die Hero 6, die hatte ja da die Möglichkeit auch so zu zoomen, also den Ausschnitt exakt festzulegen mit so einem Zoom-Slider. Das gibt's hier nicht, aber darauf kann ich, um ehrlich zu sein, auch verzichten. Superview wäre hier nett gewesen. Okay, ich lasse das mal auf Weit eingestellt. Na komm. Dann war es das hier unten. Wir schauen jetzt mal von rechts nach links. Die Videostabilisierung, die ist hier auch eingeschaltet. Ich schaue gerade mal, ob die auch bei der 1440er Auflösung noch nutzbar ist. Also hier sieht man sogar schon, dass das Seitenverhältnis selbst im Display sich auch eher so ein bisschen ins Quadratige dreht. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Schauen wir mal. Ja, da ist die Videostabilisierung auf jeden Fall ebenfalls möglich. Das ist ja eine Software-Stabilisierung. Das heißt, die GoPro croppt also ein bisschen in das Bild rein. Das heißt, im Grunde zoomt sie minimal in das Bild rein, zu 10% steht hier, und kann dann damit die Verwacklungen ausgleichen. In der Bedienungsanleitung bzw. in der Übersicht auf der Webseite steht, dass der große Bruder, die Hero 6, eine Advanced-Stabilisierung hat und diese kleinere Variante hier mehr oder weniger eine Standard-Stabilisierung. Ich habe jetzt für den direkten Vergleich die Hero 6 im Moment leider nicht da, aber ich werde hier den Stabi natürlich auf Herz und Nieren testen und euch mal Vergleichsvideos erstellen und auch hochladen. Einmal die Strecke abgelaufen ohne Stabilisierung und dann die gleiche Strecke nochmal mit Stabilisierung. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das so schlägt. Und dann hier die Auto-Restlich-Anpassung, die kennen wir ja schon. Was jetzt hier fehlt, was beim großen Bruder verfügbar war, war an der Stelle schon ProTune, also die vielen manuellen Einstellungen etc., die gibt diese Kamera auch nicht her. Also ProTune könnt ihr hier meinem Kenntnisstand nach nicht verwenden. Okay, dann gucken wir nochmal von oben nach unten. Haben wir hier die Standardgeschichte. Ich kann hier einmal das Display sperren. Ich habe hier die Möglichkeit, den Sprachassistenten zu konfigurieren. Das machen wir jetzt mal nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Verbinden. Da verbinden wir gleich mal mit dem iPad und schauen, ob das ordentlich funktioniert. Ansonsten gibt es hier jede Menge Einstellungen. Kameratur, die haben wir uns ja eben schon angeschaut. Updates werden wir über die App sehr wahrscheinlich dann gleich nochmal machen. Uhrzeit, Datum etc. kann eingestellt werden. Sprache Deutsch, das passt. Signalton, Lautstärke, die schalte ich mal direkt aus auf Stumm. Das Piepen nervt mich nämlich, wobei, wenn es irgendwie auf dem Helm montiert ist, dann kann das schon mehr als sinnvoll sein. Aber für das Video lassen wir es mal aus. LEDs, die können erst mal anbleiben. Genau, Standardmodus ist Kamera, das passt auch. Autoabschaltung, Bildschirmschoner, Helligkeit des Displays auf 100%, Autobilddrehung, das ist sehr schick. Wenn ich die Kamera drehe, dreht sich das Bild automatisch mit auf den Kopf, wie ihr auch gerade hier seht. Das ist sehr, sehr praktisch, mag ich gerne. Das hat mal eine ganz kleine China-Cam hier, die Ape Man hat das nämlich
nicht. Videoformat NTSC oder PAL. Ja, bei PAL habt ihr halt dann nur die 25 Frames, schätze ich mal, und bei NTSC dann eben 30. Von daher ist bei der Actioncam in der Regel NTSC eine nicht so dumme Wahl. So, HDMI-Ausgang, SD-Karte formatieren, Werkseinstellungen zurücksetzen und das war es im Grunde auch. So, ich gucke jetzt gerade nochmal, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht, von oben nach unten, da waren wir gerade. Von links nach rechts, da habt ihr die Möglichkeit, die Bilder, die ihr schon gemacht habt und die Videos euch nochmal anzuschauen. Hier fragt er mich jetzt gerade, ob ich die automatische Bearbeitung nutzen möchte mit der GoPro-App Quick Stories. Da sage ich das erste Mal nein. Das machen wir vielleicht nochmal in einem anderen Video. Genau, und da sehe ich jetzt auch die beiden Clips, die ich zuvor schon einmal angelegt habe in meinem Unboxing-Video zum ersten Test. Da klicken wir vielleicht mal kurz drauf und hören uns mal die Soundqualität an. Na, ist gerade doch. Ja, also das ist okay, vollkommen okay. Ich habe hier richtig helle Softboxen über mir. Ich kann das Bild problemfrei erkennen. Also es ist richtig hell, das Display. Fällt mir überhaupt nicht negativ auf, im Gegenteil. Und der Ton war jetzt gerade, um mal kurz zu überprüfen, ob das alles in Ordnung ist, super. Also das passt, würde ich sagen, genauso gut wie bei der Hero 6 damals auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ansonsten habe ich hier, wenn ich hier draufklicke, noch die Möglichkeit, normalerweise im Videobereich, nee, das kommt jetzt hier nicht, bei der Hero 6 hatte ich jetzt hier noch die Möglichkeit, so eine Video-Loop-Einstellung zu konfigurieren, so dass er permanent alles aufgenommen hat und wenn die Speicherkarte voll war, hat er wieder angefangen am Anfang zu überschreiben. Gibt Situationen, da mag das sinnvoll sein, das bietet er mir jetzt hier nicht an. Ich weiß nicht, ob es die Kamera nicht kann, aber ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt einen gesteigerten Wert drauf lege, um ehrlich zu sein. Okay, dann gucken wir hier nochmal in die Foto-Einstellungen mit rein. Da habe ich hier 10 Megapixel, das ist ja das Maximale, was die Kamera kann. Die Hero 6 kann eben 12 Megapixel und ansonsten habe ich zur Auswahl Mittel, Weit und Eng, was den View angeht. Auch hier lasse ich mal Weit eingestellt. Das gucken wir mal. Hier habe ich Dynamic Range, Wide Dynamic Range als Einstelloption. Verbessert die Details in dunklen und hellen Bereichen. Da bin ich mal gespannt. Das schalten wir mal an. Das ist sicherlich nicht so verkehrt, wenn es gut funktioniert. Das müssen wir natürlich ausprobieren. Ja, von unten nach oben haben wir nichts. Von oben nach unten hier wieder die Standardeinstellungen. Also das ist das, was konfigurierbar ist in dem Fotomenü. Gehen wir nochmal raus und wechseln hier mal in die Serienaufnahme. Ja, hier kann ich einstellen, wie viele Bilder er entsprechend schießen soll. Auch hier gibt es keine weiteren Einstellungen. Das habe ich so erwartet. Und ein Zeitraffer-Video, kann ich ein Intervall einstellen etc. Also auch das, wie man es erwartet. Okay, also ihr seht die Möglichkeiten der GoPro etwas beschränkter natürlich für den Preis als das, was man vom großen Bruder mit ProTune, GPS und Co. kennt. Hier muss man sich sicherlich fragen, braucht man diese Features alle? Ich persönlich beantworte in vielen Fällen, nein, brauche ich wahrscheinlich nicht. Bei ProTune, ja, wäre schon schön. Am Ende des Tages läuft es wahrscheinlich drauf hinaus, weil die Hardware ist top, machen wir uns nichts vor. GoPro baut Top-Hardware, super stabil, super robust, Akku in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Frage ist am Ende, ist die Bildqualität in Full HD so gut, dass es für mich die 200 Euro rechtfertigt oder ist das ein Grund, vielleicht doch mal nach rechts und links zu schauen bei dem Preis nach anderen Produkten, wie zum Beispiel von Xiaomi, also von Yi, die ja im ähnlichen Preissegment auch 4K-Kameras anbieten. Aber darum soll es nicht gehen, andere Diskussion. Wir versuchen jetzt mal mein Smartphone bzw. in dem Fall mein neues iPad zu verbinden. Das habe ich euch ja vor kurzem hier auf meinem YouTube-Kanal ebenfalls gezeigt. Das ist die Variante 2018, also ebenfalls das nagelneue iPad. So, jetzt machen wir hier mal ein neues Gerät verbinden mit der GoPro-App. Yo, jetzt gehen wir mal in die Einstellungen rein. Ich hoffe, ihr könnt das hier einigermaßen erkennen. Ich stelle das mal aufs iPad scharf, nicht auf die Kamera. Na komm, ich hoffe, ihr seht das jetzt besser. Und dann gehen wir hier mal in das WLAN rein und suchen mal die Kamera. Da ist sie schon. Das Passwort ist okay. Jetzt schauen wir mal, ob er sich ordentlich verbindet. Yo, das passt. Und jetzt öffnen wir mal die GoPro-App und sagen hier mal Kamera hinzufügen. Verbinde deine GoPro Hero. Ja, hat er anscheinend schon mal die richtige ausgewählt. Weiter. Ja, Bluetooth koppeln. Das darf er gerne machen.
Das passt. iPad verbunden. Connecting. So, die Kamera ist schon wieder mit dem Display da. Hier macht er jetzt gerade noch nichts. Doch, jetzt aber. Okay, jetzt gucken wir mal. Video wird mit niedriger Auflösung angezeigt zum Übertragen. Jo, das ist vollkommen okay. Ich weiß nicht, ob ihr es aufgrund der Spiegelung jetzt gerade gut erkennen könnt. Hier ähnlich wie bei der Hero 6 damals, wenn mich der Eindruck hier nicht täuscht, ist hier relativ wenig Leck, wenn ich die Kamera bewege bei der Übertragung da. Ich guck mal, wenn ich es so rumhalte, genau, ist es nochmal deutlich größer. Also das ist ja vollkommen okay. Eben die Standard-App, die ich hier bei GoPro habe. Da möchte ich jetzt in dem Moment auch gar nicht konkreter oder weiter drauf eingehen, weil das sicherlich ein eigenes Video nochmal wert ist, beziehungsweise wert wäre, muss ich mir mal anschauen. Ja, ich denke, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Das Video ist ja hier fast 15 Minuten lang. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das war ein bisschen interessant. Ja, wenn euch die Kamera interessiert oder ihr für weitere Tests in diesem Bereich, wenn ihr da einfach noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr hier zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und ja, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Macht es gut.